Und du suchst dann, aus den 20 Möglichkeiten der Übersetzung dann immer das herausfinden. Nein, das ist es. Dann machst du folgendes, dann entheiligst du das Wort Gottes. Ja, genau. Das ist das dein höchstes Gebot. Das macht jeder normale Mensch. Das sind die vielen Übersetzungen. Dann entheiligst du das Wort Gottes. Wenn ich diese Erotik sehe, ist das ein Symbol und ich lese alle 20 Möglichkeiten gleichzeitig. Das ist cool. Und jetzt erkläre ich nochmal für dich, wenn du Penim hast, dann heißt es zum einen Gesicht ansehen, Inneres, Panim gesprochen, das hast du übrigens dann auch an der Oberfläche, da steht nur wesentlich mehr, wenn man Penim kann nochmal rausholen, aber nur jetzt, ich mache nur Langenscheid, das Hauptding, dass das, was du gleich schreibst, machen wir mal ganz kurz nochmal einen Explorer, wir geben das einfach mal ein, was jetzt der anzeigt, schau, P-N-M, okay. Dann hast du hier Angesicht, Aussehen, Bedeutung, Gesicht, Innere, Inneres, Innental, Innenseite, Innenraum, Innenleben, Innenbeleuchtung, Gesichtssumme, Sinn, Sinus, Sinusfläche, Sinnfläche, Sinusfläche, okay, Ansehen, entgegen, Innen, Vorderseite und so weiter und so weiter. Das ist diese Radix. Diese Radix. Und jetzt, wenn hier Benim El Benim steht, sagt jetzt die eine Möglichkeit von Angesicht zu Angesicht. Man unterschlägt jetzt das Innen, die Innenseite, du musst das gleichzeitig denken. Und jetzt mach einfach, wenn du die Radix anschaust, so wie ich die anschaue, dann nehme ich nicht das, wie wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Wohnung denke. Wenn ich an meine Wohnung denke, denke ich nicht an mein Schlafzimmer, ich denke nicht an meine Küche, denke an meine Wohnung und ich weiß, was meine Wohnung ist. Um Bilder zu kriegen, fokussiere ich mich rein. Wenn ich eine Radix sehe, denke ich nicht an irgendeine der Möglichkeiten, sondern das ist wie wenn ich an meine Wohnung denke. Du wirst jetzt aber merken, dass das sehr sinnvoll ist. Ein Gesicht, denkst du an das? Du musst erst einmal eine G-Sicht, das ist eine geistige Sicht. Und die ist in deinem Inneren. Jetzt merkst du, dass sich das nicht widerspricht. Und wenn ich jetzt das Rea, wie ich immer sage, was Sehen, Schauen, aber auch Lunge heißt, da geht es nicht so leicht, aber wenn ich jetzt von Spiegelungen, Darstellungen, Vorstellungen lese, was sind das alles nur Sehvorgänge, merke ich, dass das doch, es ist ein Symbol, ist ein Komplex, der erst, Bilder kriegst du erst, wenn du dich reinfokussierst und das entsteht, wie ich das fokalisiere, wie ich das ausspreche, nach außen spreche. Aussprechen, ausdrücken ist das Hebräische, was heißt Chava. Das ist die Eva. Aber ist nicht die Eva, die eine Seite, ist nicht die Rippe, ist das nicht die eine Seite auch, wo da steht, die Zella, gibt Zella ein? Zella. Diese Rippe, die genommen wird, es wird nur eine Seite genommen, weil ja nur eine Hälfte auftaucht, aber die taucht auf, weil ich eine Hälfte vergesse. Merkst du jetzt, dass die Physik, das, wo ich sage, du brauchst aber die Spiegel, wenn es tiefer geht. Wenn du die Physik, wenn du die Spiegelsachen nicht verstehst, verstehst du das nicht, was ich dir gar nicht erkläre, wie du nicht. Dass ich nochmal so denke, das ist die Zella. Nur Deutsche, wenn du Zellen denkst, strecke SD-Ecken. Ich strecke die Ecke und dann kriege ich SD-Ecken. Einen Stecken. Das ist das, was ich sage. Das heißt, ich muss für einen Gedanken, Bingo heißt es, mein Menschensohn hat kein Problem, gib ihm ein Wort und er schreibt aus dem Stegreif auf 500 Zeiten, wo plus über dieses eine Wort. Und das ist so interessant, dass du keine Menge bekannt hast. Du weißt jetzt ja auch nicht, was damit ausgedrückt hat. Das sieht auch komisch aus. Ein normaler, egal was er ist, ist nur Kraft. Ja, ich spiele dann auch, aber ich suche halt. Wenn du dir das mal nicht vorstellen kannst, dann musst du erst neugierig drauf werden. Ich spiele da. Nee, dann nicht wissen. Was jetzt wirklich ist, auch mal ist Raumzahler gleich. Fans und Wiesersinn. Es sind wirklich meistens ältere, es sind unscheinbare Leute, nicht irgendwie Großschwätzer, ganz genau auch hin, aber meistens unscheinbare Leute. 37,5? Geht ab 40. Ja, genau. Ich würde sagen, meistens über 60. Ja. Ich sag, meine Donis, wenn der Name fällt, als Betonung, die sind nicht besser wie du Geist. Nee, ich will dir nur als Metapher, dass du, wenn du die triffst, ganz unscheinbar, wo ich immer mit ganz interessanten Leben und die dann auch, meistens auch Lehrer, wie gesagt, ich helfe immer Lehrer, wo schon, wenn so, aber nicht jetzt hoch studiert,
wo dann mit der Sprache schon das Interesse da war und die kriegen dann das, was du meinst, wo du immer sagst, das ist so göttlich, es erschüttert dich die Heulen, ein Mann halt verfolgt. Das ist 90 Zeit, das ist ganz mit Gott, ja, und sobald du einen Treffen sagst, du musst dich verhandeln, was immer mehr jetzt mit normalen Menschen kannst du nicht mehr, weil dann bist du bloß einfach nur 90 Zeit. Schauen wir mal, ob da was passiert. Du spiegelt was für ihre Probleme. So, Schatten, das ist das Entscheidende. Du kannst auch hier oben, da steht noch ganz vorne. Ich versuche dich jetzt zu waschen, aber ich kann das zweite Mal verhalten. Genau. Was deine materielle Logik und dein Wort versteht, diese materielle Interpretation, ist genau das Spiegelbild von einer Geistreihung. Denk an Alzheimer, denk an Mathematik. Okay, und das ist genauso, wenn ich jetzt auch, ich versuche, die Hirn zu waschen. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, du bist total verschmutzt, du hast sandige Gewebe und ich versuche dich reinzumachen, das das Ding wieder leuchtet, wie eine Eins, wie eine Nähmaschine. Das heißt, eine Liebesmaschine, dass man unterschiedliche Flecken verbinden miteinander zu einer Patchwork-Decke, die Ecke. Okay, Flecken zu einer Patchwork, eine Nähmaschine, dass es wieder wie geschmiert läuft. Das versuche ich. Und sobald du einem Materialisten sagst, der ist Gehirn gewaschen, heißt es, der ist ja hier total, der hat ja keinen Verstand mehr. Der weiß ja nicht, was er redet. So, weißt du, was du redest? Jedenfalls, ich bin davon überzeugt, bei aller Bescheidenheit, dass ich der Einzige bin in eurer Welt, der wirklich weiß, was er redet. Ich will mich doch warfen. Also, na. Okay? Ja. Zella, mit 70, das hat dich jetzt interessiert. Zell ist der Schatten, die Grundlage und Zella. Und in dem Moment weißt du ja auch, dass du redest. Mit 70. Brett, hinten, hinten, Längsseite, Rippe. Schau, hinten, der Koran, der Satan, der von einem Fuß nach anderen, der Scheitern, der hinkt, nicht der Seidene, das ist die Rippe, da steht Zella. Zella ist interessant, das heißt eigentlich ein Schatten mit einem Augenblick hinten dran. Und dieser Schatten, das ist auf eine Seite. Seitenbau, Seitengemach, Türflügel. Jetzt interessant beim Türflügel, wenn man das separisieren, T-Waff-R ist die Reihe, eine Reihe von Facetten sind Lüge. In dem Flügel, das ist das Irre, wenn ihr die Engelchen macht, dann habt ihr mal, die haben ja Flügel. Und jetzt müsst ihr wissen, die normalen Engelchen sind eigentlich hier Teufelchen. Das ist immer, weil die Facetten leben in Lüge. Ja, Lüge. Ja, richtig. Das ist immer die Lüge, schon mal die Lüge. Ich kann natürlich die Lüge. Flügel ist natürlich auch, Gell ist Gall, ist Welle, weil die nämlich so fliegen und der Vogel, der so fliegt, geht nicht. Die müssen gleich sein. Ja, genau. Das ist immer wieder, weil die meinen, das ist nur das oben oder das unten da. Jetzt könnte ich eigentlich im Widerspruch wieder sagen, dass ich das immer ausgleiche. Das heißt, wenn was aufgeht, geht im selben Moment was unter. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Einfall hast, hast du eigentlich was vergessen. Genau. Weil sonst könntest du ja nicht in Erscheinung treten. Du hast vergessen, dass es aus dir ist. Und du musst das Denken beweglicher machen. Es ist jetzt nicht, dass der Materialismus nicht richtig ist. Ich sage das immer wieder, es ist bloß immer die Gegenseite. Immer jeden Moment, wenn das Telefon bei dir klingelt, wenn du mal dir Gedanken drüber machst, wo kommt es her, wirst du dir vollkommen logisch erklären, dass da außen einer war, der dich anruft. Aber komischerweise ist es ja so, dass solange du an nichts denkst, ist es nicht. Das heißt, das Erste, was da ist, ist das Klingeln. Ja. Und weil es klingelt, jetzt denkst du, wer ruft mich jetzt an? Das heißt, das ist das Klingeln da, aufgrund des Klingels entsteht der, den du dir jetzt ausdenkst. Ja. Der Materialist redet sich aber ein, dass der Zast da ist und deshalb klingelt es. Genau. Ich sage, was du nicht auf, was in dir los ist. Und darüber diskutiere ich auch nicht, Marion. Ich das ist alles ganz anders, als du denkst. Ja, und jetzt ist die Frage, was ist das Richtige, was kannst du beschwören? Und jetzt nochmal, das Wort Sünde, das griechische Wort Sünde, Amartia. Sünde. Im griechischen Wörterbuch Sünde heißt Amartia, Amardeo. Wenn du das Neue Testament altgriechisch geschrieben, kommt das Wort sehr oft vor. Und wenn du jetzt ein altgriechisch Wörterbuch nimmst und du schaust jetzt das Wort Sünde, Amartia, Amadeo, und ein altgriechisch Wörterbuch nach, da steht Sünde, hochinteressant, auch Missgriff, Fehler. Missgriff heißt, Miss steht immer für die Logik, für die Frau. Du greifst mit einer Logik, ein Missgriff erzeugt zwangsläufig einen Fehler. Weil du fängst an, nur noch in deinen eigenen Missverständnissen, Missverständnis eigentlich das, was mir logisch erscheint, weil die Logik wird symbolisiert durch meine Miss. Ich vermisse dann was, weil sobald ich was denke, habe ich es ja, der Enosch, verloren, vergessen, dass das ich bin. Holofeeling heißt, ich bin alles. Und jetzt ist es, dass du ja weißt, Allgemeinwissen, dass in Sprachen, Latein, Sanskrit, Griechisch, wenn ein A am Anfang steht, kann das auch eine Verneinung sein.
denke zum Beispiel, mache immer asozial, asozial, sozial heißt brüderlich, asozial heißt nicht brüderlich. Das jetzt das Wort Sünde heißt Amatia, Amadeo. Amatia beginnt mit einem A. Wenn ich jetzt neugierig bin, sage ich mir als allererstes Mensch, A, gibt es Amatia, Amadeo getrennt auch, dann ist ja praktisch das Wort Sünde, Amatia, die Verneinung vom Wort Matia, Amadeo. Wir schauen im Wörterbuch nach und jetzt halte ich fest, Matia, Amadeo heißt mit eigenen Augen sehen und bezeugen können. So steht es in meinem ganz dicken Griechisch-Wörterbuch drin. Mit eigenen Augen sehen und bezeugen können. Dann hast du eigentlich Amatia nicht mit eigenen Augen gesehen haben und nicht bezeugen können. Jetzt habe ich dir genau erklärt, was für mich Gott von eine wirkliche ist. Das ist die einzige Sünde. Sünde ist nicht, wenn du dieses oder jenes machst, was dir deine Dogmen vorschreiben. Für mich ist Sünde in dem Moment, wo du ganz tief an was glaubst, beschwörst, obwohl du es nur vom Hören sagen kannst. Genau. Wenn mir einer was erzählt und ich beschwöre das, ich kann nur beschwören, dass der mir das erzählt hat. Das ist alles. Und wenn ich jetzt das beschwöre, du stehst vor einem göttlichen Richter, ich sage das immer wieder, du bist nicht angeklagt, du bist als Zeuge geladen. Und ich sage jetzt, da ist eine ältere Frau, die behauptet, die hat dich auf die Welt gebracht. Kannst du das beschwören? Du stehst unter Eid. Und ich sage dir gleich, auf meiner Eid steht Verdammnis in eine materielle Erdkugel, wo die Leute ums Überleben kämpfen. Und zwar lebenslang. Okay? Vorsicht. Jetzt die nächste Frage hier, die Erde ist eine Kugel, was kannst du dazu sagen? Kannst du das beschwören? Und du merkst, wenn du nur einfach, jetzt kommt wieder her, ich halte alles für möglich. Aber für mich, was ich als richtig ansehe, was ich so richtig sehe, dass ich sage, das würde ich jederzeit beschwören, ist nur das, was ich auch wirklich jederzeit beschwören kann. Und jetzt sind wir wieder bei unserem ersten Satz. Was ist für dich wirklicher? Das, was wirklich ist, kannst du beschwören. Ich sage, ist für dich das Wirkliche, was jedes 16-jährige Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann? Jetzt warte ich mit der Medizinerin befreundet. Warte, wo waren jetzt die ganze Zeit? Kannst du beschwören, dass die da sind, wenn du nicht dran denkst? Du kannst beschwören, dass in dem Moment, wo du dran denkst, da sind, aber du kannst nicht beschwören, es ist möglich, dass die da sind. Aber das kannst du dann einmal überprüfen, wenn du willst. Es gibt nicht so du bist auch dann, wenn du nicht dran denkst. Wieso hast du dann dran denkst, dass das alles ist? Was habe ich oben gesagt? Das Problem wird sich von selber auflösen. Übrigens, tut es überhaupt nicht weh, wenn sich dein Körper auflöst. Das ist ein Versprechen. Weil in dem Moment, wo du nicht an deinen Körper denkst, das hat noch nie einer mitbekommen. Weißt du, was das größere Problem ist? Dass diese Scheiße mit einer unendlichen Hartnäckigkeit immer und immer wieder auftaucht. Das Wegnehmen spürst du doch überhaupt nicht. Das ist, dass es immer und immer wieder auftaucht. Und umso weniger einer seinen Körper will oder mit irgendwas nicht zufrieden ist, umso intensiver, weil er genau dieses Problem immer und immer intensiver wahrnimmt. Und umso gleichgültiger dir das ist, wenn es dich nicht mehr interessiert, das ändert nur dich, dich selber. Du kommst auf das Das ist immer die beste Medizin, ist Gleichgültigkeit. Ich sage immer wieder bei Schmerzen, unser Ding, dass bei Kleinigkeiten, wenn die Kleinigkeiten schon so auf Resonanz geht, wirklich oft, wie manche sich hochschauen durch ein Nichts. Ich sage, was ich immer Ausnahme mache, ist, wenn du jetzt körperlichen Schmerz hast, müssen wir 2 Tage extra reden. Ich sage nur so viel, wenn es so laut war, dass du nicht mehr klar denken kannst. Ich könnte jetzt dann normal, wenn ich jetzt was ganz, ganz selten ist, dass ich Boch habe, dann nehme ich halt Aspirin. Wieso ist Aspirin noch? Ich bin vorher gesagt, bei meinem Professor Rainer, bei der Elge, wo er sitzt, so hier rein, wo sie los aus Kopfschmerz, da sagt er, wie die sagen, so, ich war, nimmst du kein Aspirin? Da sagt er, ich nehme keine Tabletten. Ich sage, pass auf, ich sage immer, du musst lernen, einverstanden zu sein. Ob ich jetzt nicht einverstanden bin mit den Kopfschmerzen oder mit der Aspirin nicht einverstanden. Einverstanden sein ist einverstanden, nicht einverstanden sein. Wieso meinst du, dass ich das erschaffen habe? Als Versuchung, wo du leiden sollst, das ist das typische Kirkending, du musst leiden. Ich habe euch doch nicht zum Leiden erschaffen. Das redet ihr euch einmal an die Regeln von Leuten, also ich habe euch das doch nicht vorgeschrieben. Das ist immer wieder, das hängt jetzt davon ab, was du auf dem Körper jetzt hast. Ich kann da nur eins sagen, dass also das Erste, es gibt dann auch einen Trick, nämlich einfach wissen, was du bist. Und jetzt sind wir wieder die 4 Stufen der Vergessenheit. Das ist es ist nämlich wurscht, ob du dir jetzt, denke mal wieder, du liest den Roman und du denkst dir, wer aus der gefoltert wird und dich zieht es dann. Und so, ups, die Bunny-Show auf die Klöten. Da ist dir klar, dass das du spürst,
aber irgendwie spürst du es doch nicht. Bild halt nicht. Aber das Problem, habe ich gesagt, umso echter das wird. Du warst dann Spielfilmnachrichten, wo ich dann gesagt habe, du gehst mit einem Mann spazieren und auf der anderen Straßenseite prügeln sich welche und es jammert einer. Dann hast du keinen Zweifel mehr. Aber jetzt kommt das Große, wenn du sagst, wenn es nicht hilft, der auf der anderen Straßenseite, der jammert, der wird ja von dir ausgedacht. Aber du wirst auch von dir ausgedacht. Ja, das ist dann die letzte Ding, wo der Zweifel immer ist. Und da musst du wissen, wenn ich jetzt angenommen, du hast Kreuzschmerzen oder Zahnschmerzen. Ich kenne ja Poch. Es gibt ja Schmerz in extremen, unterschiedlichen Situationen, wo oft rein von einem Schmerzgrad her, wo ich gemerkt habe, bei meinen Nierensteinen durfte ich sehr, sehr viel die Kollegen und dann, was die noch nie gehabt haben, ich war 6 Wochen mit den Nierensteinen im Krankenhaus, das ist normalerweise das Hirn, die waren zertrümmert, die sind gewandert, die konnten die nicht, die, als wenn es mich ärgern. Und das ist jetzt wie eine Sache, wo das klar war, was es ist. Und das jetzt nicht wieder mit Sachen, Nierensteine ist zurzeit, jeder Mediziner geht zu einem Urologen, Nieren oder auch Kreuzsteine, ist das Schmerzhafteste, was ein Mensch überhaupt erfahren kann. Du warst irgendwann in ein Dogma drin mit Krebs, wie die leiden und was, kannst du vergessen, es ist ein Nichts. Nierensteine sind, ich habe eine Frau gehabt in der Abteilung, die sagt, ich habe Kinder, ich werde 5 Kinder auf einmal auf die Welt bringen, bevor ich eine Nierenkolik nochmal habe. Wenn die machen. Der Witz ist, dass wenn jetzt in meinem Fall, es ist überhaupt nicht irgendwie lebensgefährlich oder was. Es ist nur der, wenn sich verkeilt. Wer hat schon mal Nierensteine oder Kalksteine gehabt? Keiner. Also ich kann es dir jetzt beschreiben, solange du Fantasie hast. Es ist ungefähr so, ich nehme 2 so große, sowas bei mir, ich nehme 2 so große lange Küchenmesser und ich gehe hinter dich hin, ich stecke die, pass auf, ich duck die bloß hindrücken und jetzt, du stehst, du kannst nicht davon laufen, wenn du jetzt Festboden wärst und ich duck die ganz langsam rein und ich drehe die rum, das geht meistens bloß so halb und dann haut es die Lichter weg, weil der Schmerz so groß ist, dass dann irgendwann eine Sicherung im Kopf durchfällt, aber du hast schon ein bisschen, so 1-2 Sekunden hast du was und wenn es dann nicht so, dass man bloß so halb reinstecken und nicht groß drehen, dann kann das schon der Schmerz 3-4 Minuten anhalten. Das kommt aus nichts. Und der Witz ist jetzt, dass ich sage euch meinen Zustand. Ich bin so gesund, wie ich jetzt gesund bin, ohne Schmerzen. Ich stehe auf und du läufst auf einer Atombombe rum. Es kann eine kleine Bewegung sein, es haut mir wieder ein riesiges Messer rein. Und solange es nicht ist, solange es sich nicht verteilt, habe ich überhaupt nichts. Es ist der Zustand immer wieder gewesen, es ist eine gefährlich. Also nicht diese Angst, was ist, kann ich sterben? Das ist überhaupt nicht. Es ist gar nicht, es ist rein dieser Verkreis. Ich könnte jetzt auch sagen, ich tue dich in einen Schraubstock und quetsche das dann immer voll zusammen. Deswegen stirbst du nicht. Gut, da geht die Hand kaputt, da geht nicht einmal was kaputt. Und ich muss dann immer wieder, wenn du Treppen steigst, eine blöde, nachts im Bett umdrehen, eine blöde Bewegung und sofort haut ich wieder mein Messer rein und sonst ist gar nichts. Du läufst rum, wie wirklich, als wenn Terminen wären, wo du vorsichtig bist. Und dann war einmal was losgelöst, da war das am Stück 6 Stunden. Da habe ich jetzt nicht die Phase, sondern es war wirklich bloß rein und kaum was weg wieder. Und dann habe ich hier gesagt, am Wochenende ist eine der besten, natürlich nur eine Geschichte jetzt, Gedanken, am Wochenende und dann sage ich zur Schwester, mach, wir haben dann Tropfen natürlich, Buscopan und so, Krampflösen, nichts, kannst du, egal, es war, was tut denn weh? Ich sage, ich kann Ihnen eins sagen, das Einzige, was nicht weh tut, sind meine Zähne, ich habe keine Zahnschmerzen. Das war jetzt 100%, aber alles andere ist nicht, weil ich war nur Schmerz. Und da habe ich gesagt, ich soll jetzt, und das war mein Tod, als wenn sie jetzt sich was nicht einfallen lassen, gehe ich ans Fenster und springe aus dem Fenster, weil ich felsenfest, wie ich unten aufschlag, das kann ich gar nicht spüren, das ist ein Klacks dagegen. Und dann haben sie da den Unger geholt, und weil sie nicht weiter wussten, was eigentlich nichts war, und der hat die dann angeschissen. Das heißt, man weiß nicht schon, er angerufen hat, und was der gemacht hat, der hat mir einfach nur einen Katheter gegeben, und hat praktisch, Katheter ist klar, was du gar nicht, das machen ja normal Krankenschwestern, bloß es geht nicht zur Blase, er musste das dann in den Katheter durch die Blase noch die Nierenleiter hoch und hat das Ding bloß kurz weggestoppt. Und damit war die, das habe ich gar nicht gespielt, aber pass auf, in dem Moment, wo der Katheter, das ist das verkeilt sich und wir haben mit dem Katheter dann durch, das, die Schwester kann einen Katheter setzen, hat es nur wegpackt und dann war das. Was jetzt gekommen ist, der Schmerz war eigentlich gar nicht der Stein. Der Stein war das, der hat sich verklemmt. Das war der erste Schmerz, aber so lange dauert es ja nicht. Das ist, außer dann bläst sich eh weg. Sondern, dass ich in der Zeit war, meine Blase so übervoll, als wenn du ungefähr sagst, du hast 2, dass die fast, die kannst zwar nicht reißen, aber wenn ich immer sage, trink 10 Liter und geh nicht aufs Pinkeln. Ja. Aber du kannst es nicht mehr lokalisieren, dass du auf dem Klo musst. Verstehst du, das ist einfach nur Schmerz. Ja. Und jetzt ist es Schöne, es ist ja ein Unterschied, wenn du Schmerzen hast und du kriegst ein Schmerzmittel.
hören zwar die Schmerzen auf, aber du bist im selben Moment ja auch nicht dämlich. Und dann sagt er, oh Gott sei Dank, hier in der Wolke, jeder kennt das auch, wenn ich starke Kopfschmerztabletten nehme, die Schmerzen sind weg, aber irgendwie bin ich bedudelt. Und das ist die Eigenart, er macht den Katheter, es läuft über den Katheter der Urin ab, als wenn ich dann pinkle, und es ist innerhalb von 2 Minuten, nach 6 Stunden einer Hölle, wo du dir, ich sag was, das war fast so schlimm wie am Kreuz. Habe ich keine Schmerzen mehr, so wie ich jetzt wieder da sitze. Aber das Schöne noch, nicht weil mit einem Schmerzmittel ich benebelt wurde, sondern nur weil ich an der Bagatelle. Mhm. Und pass auf, das ist eine immer wieder eine Lernerfahrung, wenn du dich beobachtest. Oh, das möchte ich nicht haben, ich möchte das überhaupt nicht missen in meiner hier und jetzt ausgedachten Vergangenheit. Dann liege ich im Bett. Ich liege so, wie ich jetzt sitze. Ich habe jetzt keinen großen Durst, ich habe keinen großen, eigentlich gar keinen Hunger, keinen Durst, nicht, dass ich was nicht essen könnte. Ich bin jetzt so ziemlich Nulllinie, ich habe überhaupt keine Schmerzen. Und ich schaue mich jetzt so an, so wie man den Körper anschauen kann, das Gefühl. Und dann sage ich zu mir, Mensch, Udo, das ist das scheißgeilste, beste, mit Abstand beste Gefühl, was du jemals in deinem Leben erlebt hast. Naja. Und habe ich das nicht eigentlich mein ganzes Leben, da war ja noch normal gedacht, habe ich das eigentlich nicht, die Großteil eigentlich zu 99% genau dieses Gefühl, und es ist mir noch niemals aufgefallen, was das für ein unendliches Geschenk ist, einfach so normal ohne Schmerzen zu sein. Du weißt es nicht zu schätzen. Erst durch das weiß ich, was Gott mir ein Geschenk gemacht hat, dass ich einfach so da sein kann, zu 99% der Zeit. Offensichtlich habe ich das braucht, dass mir das bewusst wird. Ja. Für mich Frage, ja? Schmerz, würde ich jetzt sagen, Schmerz, Schinnen und so, würde mich damit auseinandersetzen. Wo kommt, ich kann deine Gestaltbildung, der Glaube, dass du dein Körper bist. Immer wieder. Das ist das erste Mal, der Schmerz schmeißt deine Gestaltbildung, das immer raus, dann weißt du, was es ist. Das ist der Schmerz. Und jetzt kommt das Nächste, ich habe gesagt, alle, die nicht rein wollen ins Meer, das Erste, jetzt machen wir mit der Sprache ganz kurz, aber ganz nur. Wenn jetzt wieder auf der Ebene überall steht, was du dir denkst, kann eh nicht leiden, bloß der Geist der Träume leidet. Wenn du wach wirst, der Glaube, du kennst es immer wieder, die arme Frau, die hat auch niemandem was getan, warum muss die so leiden und so weiter und so fort. Und ich sage immer wieder, inklusive meiner Mutter, die ich über alles liebe, wenn du den Charakter durchschaut hast, auch dieses, was im Charakter selber nicht bewusst ist, weil du ein Bild hast, ein heiligen Bild aufsetzt, egal wie es ist, jeder, der leidet, wenn wir jetzt das normal denken, er hat das selber zu verursachen, weil er irgendwelche Gebote bricht, die so leicht zu halten ist. Und diese, was das Nächste ist, diese Gerechtigkeit zieht sich nicht nur durch ein Leben, sondern durch mehrere Leben. Jetzt kommt der Punkt. Jetzt kommt so wieder die Falle mit der Reinkarnation. Ihr habt irgendwo, ihr kennt aber diese kleine, ihr kennt die Geschichte hier, die jüdische Geschichte mit dem Wasserloch. Wo hier einer hingeht und seinen Geldbeutel verliert. Habt ihr die schon mal gelesen? Die ist irgendeiner der Schrift, ist die drauf. Die Geschichte mit dem Wasserloch, wo der seinen Geldbeutel verliert hat, sagt, du kannst lesen, du weißt Bescheid, und dann geht er weiter und dann kommt einer und macht das, was kann jetzt gar nicht so wo, und dann findet er an dem Wasserloch den Geldbeutel, nimmt den einfach mit. Der, wo gegangen ist, hat hier gemerkt, er hat sein Wasserloch, sein Geldbeutel verloren. In der Zwischenzeit ist zu schnell gegangen. Es geht dann an das Wasserloch, verliert seinen Geldbeutel, jetzt kommt einer, sieht den Geldbeutel, geht, der merkt, den Geldbeutel verloren hat, geht zurück, in der Zwischenzeit ist noch mal einer gekommen, der nur da ist und drängt, und er sagt, hier, gib mir mal einen Geldbeutel. Wieder, er sagt, ich war kein Geldbeutel. Die fangen zum Streiten an. Der Beschuldigte in dem Streit erschlägt den Ersten. Und jetzt frage ich dich, wenn du zuschaust, was ist das für eine Gerechtigkeit? Ein vollkommener Unschuldiger erschlägt einen, einer, der hier Streit anfängt und der eigentlich der Dieb ist, der kommt davon. Und dann gibt dann hier, wird dann der Engel erzählt dann in einer höheren Ebene, dass das, was hier war, dass in einem früheren Leben der immer, weil es ist immer ein Ausgleich. Es ist immer ein Ausgleich. Das sind alle klassischen Sachen, sind ein Ausgleich. Jetzt sagst du mal, Leiden tut nur, und selbst das Leid in einem Traum ist kein Leid. Das ist erst aber, wenn du wach wirst. Und ich mache jetzt euch nochmal das, was ich so oft erzähle, ich mache jetzt das Außenleben gegriffen und ich komme zum Auffächern des Wortes Schmerz. Nie im klassischen Sinn das Wort wach werden. Du stellst dir vor, jeder von euch kennt es, du schreckst schweißgebadet im Bett hoch. Du schreckst schweißgebadet im Bett hoch, du sitzt da, oh,
Gott sei Dank, ich habe die Scheiße bloß geträumt. Ja, ja. Moment, ist so. jeder kennt es mehr oder weniger stark, aber hört genau zu, was ich jetzt euch sage. In dem Moment, wo du wach wirst, wir bleiben in dieser materiell-logischen Metapher, Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt. Mit dem Wachwerden, auch in dieser Form, wird dir bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, was du vorher, jetzt kommt natürlich, was du glaubst, was du geträumt hast, was du vorher erlebt hast, wird dir bewusst, dass das ja bloß in meinem Kopf war, das war ja eigentlich nur Illusion. Gott sei Dank, ich habe die Scheiße bloß geträumt. Jetzt schau dich an, wenn du schweißgebadet noch da sitzt und zitterst, dass das, solange du nicht wusstest, dass du schläfst, für dich offensichtlich scheißecht war, sonst würdest du nicht schweißgebadet jetzt im Bett sitzen. Und ich habe jetzt, pass auf, dieses in einem, in einem Vortrag habe das gehört, wo ich das erzählt habe, wo eine ältere Frau von in die ersten Reihen, kann er mich noch erinnern, und die war, die hat es gerade mitgekriegt, die hat sich reingesteigert, wo die zu mir noch sagt, ich kenne das, kenne ich. Und die hat keinen Witz machen, weil die das gar nicht merkt. Die sagt, ich bin hier schon mal, da war ein hübscher Mann, war ich im Bett gelegen und plötzlich werde ich wach. Ich habe noch seinen Krug von seinem Rasierer in der Nase gehabt und er war weg, hat sie gesagt. In dem Moment, wo du wach wirst, wird dir bewusst, dass das, was du jetzt denkst, lass das auf dich wirken, was angeblich vorher war, dass das nur Illusion war, und du siehst in dem Moment, wenn du dich anschaust, wenn du noch zitterst, dass es, solange du nicht wusstest, dass es nur Hirngespinste sind, hätten natürlich auch nur ausgedacht, war es vollkommen real. Was dir aber in dem Moment, wo du so wach warst, nicht bewusst ist, dass sobald du wieder einen zitternden, schwitzigen Körper im Bett anschaust, du schon wieder eingeschlafen bist. Jetzt. Weil sobald ich nämlich zittern, Gott sei Dank, ich habe die Scheiße bloß geträumt, in einem Bett sitze und meinen Körper anschaue, bin ich ja schon wieder der Körper und rede mir ein, ich bin jetzt wach, obwohl ich schon wieder bloß eine Illusion in meinem Kopf bin. Im selben Moment. Stimmt oder stimmt? Das ist natürlich jetzt, wenn du wirklich das oft genug durchdenkst, was du feststellst, das ist mein Leben. Und jetzt kommen wir zum Schmerz. Schmerz ist ganz einfach Scham, Erres. Und Scham ist der Name der Erde. Ja. Und solange du auf der Erde lebst, lebst du im Schmerz. Genau. Schön ist es nur im Himmelreich, Hegel. Und da will ich dich hin. Da will ich auch hin. Da musst du nur machen. Da will ich hin. Gib mir aber Mühe. Gib mir schon Merkst Mühe. Merkst du jetzt, wie das alles, ich kann natürlich noch tief greifen. Jetzt, machen wir mal Ares, machen wir mal die Erde. Das ist auch so eine Sache, dass Ares wir ja wieder ein A vorne haben. Und wenn du RZ für dich alleine machst, mach ich einmal. Ares ist ja die Erde, ne? ARZ. Das ist jetzt erst nochmal die Erde. Da gibt es ja verschiedene Dinge. Ares. Und mit H? Nein, Ares. Erde, Land, Lungenstück. Und darum sage ich das Herz, das hebräische Wort Herz. Ares, 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 wie wir das alle vokalisieren. Und darum ist ja das Herz, das deutsche Wort Herz, ist ja H. R-E-Z, das ist Ares, heißt eigentlich, wenn ich das jetzt auf Hebräisch H-Ares schreibe, da H als Vorsilbe Artikel ist, heißt es die Erde. Die Erde. Ja. Mein Herz ist die Erde, die Erde wiederum, mein Herz. Herz auf Hebräisch schreibt sich Leb. Leb, ja. Und das ist praktisch Inpolarität oder Lichtpolarität, wenn man das Hebräisch schreibt, 32, die Lichtpolarität oder Inpolarität sein, weil jetzt ist immer wieder diese Lichtpolarität, das ist das Herz, ist Haares, das heißt, mein Herz ist die Erde. Ich muss natürlich wissen, jetzt immer wieder schreiben wir es rot, rede ich von einem Symbol. Das Herz wiederum, das ist das Symbol, also Ares, pass auf, Ratz für sich alleine, Aleph als Vorsilbe heißt ja imperfekt, ich werde. Ich werde, Ratz für sich heißt nochmal Läufer. Ich werde Läufer. Das heißt, ich werde ein Läufer, ich fange an zu laufen. Laufen. Laufen ist Licht auf, ich fange an mich zu bewegen, natürlich nur hier und jetzt, indem ich Sachen mache. Das kann ich nur in Ares. Und Ares ist natürlich hier, mache mal der He hinten dran. Aresa. Abtragen. Anbetteln, gefallen, lieben. Wollen. Das ist jetzt übrigens auch, Aresa heißt auch lieben, aber nicht in einer Form wie Ahaba. Das ist die rote Liebe, die 13. Und das ist, heißt, das ist die blaue Liebe.
Ich laufe meinen Liebschaften nach. Das, was ich liebe, was ich will, den hetze ich nach und werde dadurch nie interessen. Ich werde dadurch nie vollkommen werden. Nee, wenn ich krank bin, will ich, strebe ich nur, wenn ich hier in diesem Ding den Kegel, praktisch die Krankheit habe, das einzige Bestreben, was ich habe, ich will gesund sein. Wenn ich Hunger habe, will ich satt sein. Ich will niemals vollkommen sein. Das ist ja, was ich gesagt habe, in der Mitte, das habe ich hier nur einigen wenigen, kann ich nochmal ganz kurz sagen, im Hebräischen gibt es männliche und weibliche Zahlen. Das will ich euch jetzt nicht genauer erklären, das haben wir im Deutschen nicht, und wir bleiben mal nur bei der Zahl 1. Die Zahl 1 weiblich, und die Zahl männlich, beides Echad, das nenne ich ja 8, das ist ja AGD, 8 Echad, das ist 1 und das Echad hast auch 1. Das ist die männliche 1, das ist die weibliche 1. Mhm. In Bezug. Das wird jetzt benutzt, wenn es zum Beispiel das wahrlich oder höre Israel, Gott ist einer, das steht in der Bibel, heißt da Schma Israel, höre Israel, Jahwe Echad. Jahwe ist einer, da steht dieses Echad. Jahwe ist nur einer. Und was ist da oben gesehen? Das ist Taf. Taf habe ich nicht so schön geschrieben. Ne, das ist die Taf. Okay? Das ist die 400. Was natürlich hier viel beim A das ist, dass wir da vorne ein A haben. Und du siehst jetzt, dass wir hier zwei Einzel haben. Schau mal, Chedi. Schau mal, Chedi. Das heißt, allefalls Vorsilbe imperfekt immer ich werde. Ich werde, ich soll. Chedi. Ich werde in Schrecken versetzt. Weibliche Eins. Chat T, Chat Taf. Ach, Taf. Nur Chat Taf. Ja, ist der Taf hier. 400. 400. Chat. Schrecken nehmen. Schrecken. Langscheid hast du in Schreck. Schin-R. Schin-R für sich ist die logische Rationalität, erzeugt deine Ecken, wo du immer nur eine Facette anfokussierst, aber das ganze Eck, den Kristall, noch nicht raffst. Das ist Chat D. Aleph heißt, ich werde in Schrecken versetzt. Das ist die weibliche Eins. Ich könnte auch sagen Ein. Das sind die Schrecken. Das sind die Schrecken. Okay. Chat D mit einem weichen D. Das ist jetzt immer, schau mal, was da drin steht, was da übernommen ist. Das heißt, das da mal auch Eins, alleine auch Eins, war das Eins übersetzt, ja? Chedi mit einem Dalet heißt eins. Eins, einer, einziger. Richtig? Nur Chedi, ne? Mit Dalet. Ja. Im Langenscheid müsste auch scharf dort stehen oder spitz. Spitz steht da, spitz. Stecken, im Langenscheid heißt es scharf, spitz. Pass auf, jetzt mach das genau auf. Das im Langenscheid heißt es scharf, spitz, eins. Und im Langenscheid steht hier auch noch ein Rätsel aufgeben. Mach dem erstmal einen, gib mal Chat Waff D ein, dann findest du es. Also. Chat. Dalet. Ja, Chat Dalet. Dalet. Chat Waff Dalet. Rätselaufgabe. Eine Rätselaufgabe. Jetzt pass auf, was sagt das mit der Eins? Warum ist das die männliche Eins? Und jetzt denk einfach, wenn du in der Lage bist, auf einer haarmesserscharfen Scheide, auf einer Spitze, auf einer Schärfe zu balancieren, dann bist du der Eine. Das ist die Eins, die ganz scharf oben exakt im Weg der Mitte gehen kann. Das ist, darum ist Chat, dass du mal scharf oder spitz. Okay? Ohne, dass du nach rechts und nach links runterfällst. Das ist die männliche Eins. Und das ist das erste Rätsel, dass du nicht nach rechts oder nach links, das ist das Rätsel, dass du dich da nicht die eine oder die andere Seite orientierst. Das ist einmal die Grobsymbolik. Und da setzt du dich in die Schrecken. Das ist das Chat-D. Das ist praktisch die weibliche und das männliche. Das ist in Ecken, setzt sich in Ecken, in Facetten rein. Und das ist eigentlich hier diese Öffnung, das Chat, das rot geschrieben, dann das Chat öffnet. Und dieses Chat ist eine einzelne Erscheinung. Darum ist es eine Ecke. Die Schrecken des Schor wiederum, haben wir auch zwei Möglichkeiten, Schiner. Schiner heißt zum einen mal Minister, steht es, ein Minister. Ein Fürst, wobei das Wort Fürst im Deutschen ein weibliches Wort ist, scheint Etymologie, das kommt von Frauer, die Frau heißt Fürst, Fürst. Frau, Freuer, okay? Schöner Fürst. Und hast aber auch normalerweise Singer, Sängen, Singer, Gesang, weiß nicht, ob das drinsteht, je nachdem, ob du es rechts oder links punktierst. Tempelsänger.
bei Eltern, das muss da nicht, ich weiß es nicht, bei anderen Wörterbüchern. Müsste normalerweise irgendwie auch ein Sänger oder Dichter oder was nicht mit dabei stehen. Schinner. Komm mal weiter runter. Nein, nur Schinner. Was ist da noch? Vater, Gesandter, Befehlshaber, Beamter, Aufseher, Vorsteher, Nabelstrang, Minister, mach Schier, mach ein J mit rein. Das fällt dir, selbst im Langentscheid, wenn du schaust, steht da mit Sänger drin. Mhm. Ist die Punktierung. I. Shin J. Resch. Tempelsänger. Tempelsängerlied. Schier. Jetzt ist es interessant, schau mal, da steht wir. Wir. Wir sind die Tempelsänger. Mhm. Das Shin als wir gelesen heißt wir. Mhm. Wenn ich immer sage, das wirklich machen die, Tempel, die Tempelsänger, die im göttlichen Tempel sind. Und Sänger wieder auch hier, Gesang, wenn du mal schaust, ertönen. Gesang, ja. Singen. Singen beginnt schon wieder mit Sinus. Geistiger, der Sinus, den geistige Existenzen aufwirft. Die Bilder bleiben immer relativ gleich. Was ich jetzt viele, viele Worte machen muss, wenn du das für dich selber neugierig studierst, ist irgendwann nochmal ja. Weißt du, immer wieder sagt, das ist jetzt, wenn du sagst, was muss ich da davon nehmen? Weil all die Sachen, ein Komplex nehmen, und wenn du den Komplex, dann jetzt kommt, du hältst jetzt in dem Moment das dritte Gebot, du enthältst die Namen Gottes nicht. Und sobald ich mir den Kopf zerbreche, was richtig ist, das Ganze auslegen, welche Seite soll ich nehmen, wenn du eine Seite nach außen legst, siehst du nur eine Facette. Darum soll ich mal wieder eine Welle, sag ich hier ein Kegel, KGL heißt ja wie eine Welle. Kaff als Vorsilbe heißt WGL. Ich kann auch lesen wie mein geistliches Licht. Das sind meine Gedanken, die sind so wie mein Geist, dieses Licht blau geschrieben, diese Welle aufschmeißt. Und jetzt ist es, dass ich das immer gerne einen Kegel nehme und die zwei Seiten ist die kleinste Form von Vielheit und haben halt nur Kreis und Dreieck. Wenn ich jetzt aber einen Kegel nehme und ich drehe, dann wirst du feststellen, wenn man Schatten anschauen, dass das nicht nur ein Kreis und nur ein Dreieck ist, sondern viele, viele Zwischenformen gibt. Okay, und diese Idealwelle, so gibt es ja auch nicht. Weil da immer Oberwellen dann irgendwas ist und vor allem dann auch mit der Ausbreitung, selbst die eine Wellensucht, den gibt es sowieso nicht, weil das, du kannst nicht nur eine Welle machen, das ist gar nicht möglich im Wasser. Das wird sich immer wieder in irgendeiner Form auflösen. Das ist, wenn ich die Welle mal, wenn du angenommen am Strand stehst, dann ist die Welle, müsst du dich von der Seite sehen, weil ja Wellenfronten kommen. Werfe ich einen Stein rein, geht es von innen nach außen. Was aber immer ist, dass du merkst, wenn du das absolut her siehst, dass Plus Minus sich nicht nur, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stein reinfallen lasse, du mal ganz einfach, weil in dem Wasser, was ich verdrück, wölbt sich jetzt kreisförmig zuerst einmal auf und dann kommt dieses auf und ab. Das heißt, diese longitudinale Bewegung, wo ich sehe, ich erkenne an den Schwimmern, dass da nicht in die Richtung sich gar nichts bewegt, sondern dass nur Wassermassen in sich irgendwie in Kreisformen in sich selber ausgetaucht wird. Weil sobald es wieder hier absinkt, muss ja das Wasser, das hier absinkt, irgendwo hin. Oder wenn was auftaucht, muss das, was über die Nulllinie geht, muss zwangsläufig irgendwie von der unmittelbaren Umgebung, das dreht sich eigentlich alles immer im Kreis. Und das, was du da oben siehst, und Oberfläche ist Penny, P-N-I, ob es da drin steht, was ich nicht, wenn ich mal in. Der hat übrigens auch ein Wörterbuch, also ein Wörterbuch, kannst auch reinschauen. Schauen wir mal schnell, ganz kurze Zeit, wie man das beim Tennach macht. Was steht da? Nicht Benia, sondern Penny. P-N-I, also hier. Benia, der hat das nächste, findet er nicht. Schau her, Arnold, gesehen, dann machen wir das einmal so. Und dann gehst du hier ins Wörterbuch. Lineare Übersetzung. Und da gibt es ein Wörterbuch, siehst du, da kannst du jetzt Deutsch machen. Okay, da kannst du jetzt deutsche Wörter suchen. Das ist jetzt nur, wir machen jetzt ganz einfach mit. Wir gehen hier mit Penny. Penny. Das muss dieser andere Zeichensatz, okay? Und da wirst du jetzt feststellen, wenn wir den machen, Lade Erklärung, schau mal, dass du das Penny hast. Vor mir die Gesichter von. Aussehen, Ansehen, Gesicht, Angesicht von. Mein Gesicht, Angesicht, selbst, meine Person. Jetzt schau, was jetzt. Zu der Seite, Oberfläche von. Gegenüberliegend. Gegenüber. Okay, was auftaucht? Auf der Oberfläche? Auf der Oberfläche. Das Wort kommt unheimlich oft in der Bibel vor. Das heißt eigentlich das Penny. Einzeln geschrieben, das heißt ein Wissen, die Wissen der Existenz Gottes ist auf der Oberfläche, es liegt mir gegenüber, es ist mein Aussehen. Aussehen heißt nach außen sehen, was ich nach außen sehe. Das ist plötzlich, merkst du das, wobei Penny auch Inneres und Gesicht
Weil das Außen ja in dir ist. Das, was du dir ausdenkst, ist nicht da außen. Du denkst es dir aus. Der Bruder, der in einer gewissen Entfernung vor dir ist, Entfernung. Die Entfernung zwischen zwei Stichen. Zwischen zwei, die Entfernung heißt, wahrlich, ich bin jetzt in dir, Andreas, so wie du in mir bist. Merkst du, diese Wörter sind nicht geschwätzt, das ist einfach nur die ganz reine, in einfachen Deutsch die Beschreibung, was die Wirklichkeit ist. Nur der Materialismus hindert dich, das Einfachste zu erkennen. Ich lehre euch eine vollkommen neue Form von Religiosität, die mit religiöser Spinnerei irgendwelche Christenheim ist, überhaupt nichts zu tun hat. Darum sage ich immer wieder, wir wollen uns hier nicht den Kopf zerbrechen über religiöse, esoterische oder naturwissenschaftliche Spinnereien, die nur existieren, weil irgendeiner dogmatisch daran glaubt, sondern wir wollen uns einfach bewusst machen, was wirklich ist, was jedes Kind hier und jetzt überprüfen oder sich bewusst machen kann. Das bietet dir keiner. Kann man kein Geschäft damit machen. Okay. Das Einzige, das ist, wenn du das macht dich frei. Sowieso, wenn du das jetzt zum Beispiel, da kannst du jetzt dann mal blättern, was als nächstes kommt. Ne? Pignol. Also auch wenn du hier bei Film zum Beispiel heilen, Rafa. Du hast gemeint, es gibt immer ins Gegenteil. Das Heilen, Raphael ist ja der Heilengel. Ja. Und du merkst schon, Rafa, wo machen wir mal die Dinge ganz gut? Ja, ist okay, ich kann es aushalten. Ich kann es aushalten, ich habe Geduld, da muss ich jetzt hätte ich tausend mal rausgeschmissen. Schau, wenn du Rafa magst, ich kann immer nur schauen, was in dem Wörterbuch ist, es geht halt schnell. Mhm. Weißt du, wie in tausenden Wörterbüchern immer blättern, aber wenn man das trotzdem die Demut hat, dann kriegt man das. Wenn du Rafa magst, okay, das heißt geheilen. Steht auch im Langenscheid so drin, müsste da drin stehen. Das ist jetzt noch der Riese, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das steht jetzt komischerweise im Langenscheid nicht, findest du aber an gewissen Stellen in der Bibel. Das ist das Schöne, dass man da eben schauen kann. Heilen und Raphael.